Ein solider Stab biegt sich oder schneidet durch feste Materie, ohne ein Loch zu hinterlassen. Wir betonten, dass wir mit dem Gehirn sehen und nicht mit dem Auge. Wahrscheinlich verstehen Sie jetzt die Bedeutung dieser Feststellung. Aber Adelbert Ames führte auch noch einige andere aufschlussreiche Experimente durch. Offenbar ist etwas in dem Raum, den ich jetzt betrete, nicht in Ordnung, aber können Sie erkennen, was es ist? Sie haben den Eindruck, ich sei auf einmal kleiner geworden. Natürlich wissen Sie, dass ich nicht geschrumpft bin. Die Augen aber haben recht. Sie sagen Ihnen, dass der Boden nach oben und die Decke nach unten verbogen sind, dass die Wände schwer entstellt sind und dass die Fenster, nun, es ist fast unmöglich, für Sie Vorhänge zu machen. Ja, Ihr Auge sagt Ihnen dies alles, aber Ihr Verstand weigert sich einfach, es zu glauben. Aber vielleicht hilft dies. Erstaunlich, alles ohne Hilfe von Vitaminen. Aber es funktioniert auch andersherum. Einen kleinen Schritt zurücktreten, bitte, und Sie werden die wahre Ursache dieser Verwirrung erkennen. In dieser Entfernung wird's ganz deutlich, nicht wahr? Abschüssiger Boden, verbogene Decke, entstellte Wände. Wo Sie nun alles wissen, würden Sie von jetzt ab keine Schwierigkeiten mehr haben. Oder doch noch? In diesem Haus scheinen die Gesichter am Fenster in sortierten Gruppen zu kommen. Doch die Gesichter sind schon in Ordnung. Es liegt an den Fenstern und was sie in ihrem Gehirn hervorrufen. Erinnern Sie sich? Ein kleiner und ein großer. Vielleicht können wir es ein bisschen ausgleichen. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Sicher ist es ein Schock für viele, wenn sie bedenken, wie begrenzt und ungenau die menschlichen Sinne wirklich sind. Natürlich sind sich die Wissenschaftler völlig klar über diese Begrenzungen. Ja, man kann sagen, das ist sogar die Grundlage unserer modernen Wissenschaft. Vor dem wissenschaftlichen Zeitalter hatte der Mensch gar keine Vorstellung von einem gesetzmäßig geordneten Weltall. Stolz baute er seine Theorien und Philosophien aus den dürftigen Informationen, die ihm seine begrenzten und ungenauen Sinne lieferten. Das war die Zeit, als die Alchemisten ihre geheimnisvollen Getränke mixten, als die Astrologen versuchten, die Zukunft vorauszusagen, als die Hirnforscher Beulen am Kopf ausmaßen, um die Intelligenz eines Menschen zu berechnen. Vor ungefähr 300 Jahren begann das Zeitalter der Wissenschaft. Der Mensch hörte auf, seinen Sinnen zu vertrauen und entwickelte Instrumente, um seine Begrenzung zu überwinden. Heute weiß der Mensch, dass die physikalische Welt von unwandelbaren Gesetzen beherrscht wird. Man weiß, dass Anerkennung der physikalischen Gesetze empfehlenswert ist und dass ihre Nichtbeachtung Schwierigkeiten nach sich zieht. Wir wissen, dass Aufrichtigkeit und guter Wille allein nicht genügen. Allerdings ist diese Haltung im wissenschaftlichen Raum ziemlich neu. Aber sie hat sich bezahlt gemacht. Kaum nahm der Mensch diese Haltung ein, begann ein steiler Aufstieg, buchstäblich eine Explosion wissenschaftlichen Fortschritts. Und doch, trotz all der großen Möglichkeiten, hat diese wissenschaftliche Entwicklung den Menschen vor die größte Krise in der gesamten Geschichte der Menschheit gestellt. Warum müssen wir dieser Krise heute ins Auge sehen? Nun, der Mensch hat enorme wissenschaftliche Kenntnisse entwickelt, fast über Nacht. Aber im geistlichen Bereich zeigt der Mensch alle Symptome einer vorwissenschaftlichen Philosophie des Mittelalters. Er scheint zu denken, dass dieser Bereich aus lauter Unbegreiflichem bestünde. Ein Bereich, in dem es weder absolute Werte noch feste Gesetze gibt. Da der Mensch kein Gesetz außerhalb seiner selbst anerkennt, fühlt er sich frei, sich selbst eigene Maßstäbe zu setzen. Mit anderen Worten, wiederum vertraut der Mensch auf die Kraft in sich selbst. Er fühlt sich frei, seine eigenen Theorien und Philosophien aufzubauen, gestützt auf die dürftigen Informationen seiner Sinne, die in diesem Bereich aber noch unzuverlässiger als auf anderen Gebieten sind. Oft genug hört man Leute sagen, ja, ich habe meinen eigenen religiösen Glauben. Können Sie sich vorstellen, dass ein Chemiker sagen würde, ich habe meine eigene Atomgewichtstabelle? Der würde sich bald selbst vernichten. Diese Haltung wäre im physikalischen Bereich offensichtlich lächerlich.
Aber wäre sie weniger lächerlich, wenn sie in einem Bereich zur Anwendung kommt, der von weitaus größerer Bedeutung ist? Wenn es im physikalischen Bereich absolute Zahlen und feste Gesetze gibt, kann man da nicht annehmen, dass es auch eine Art Generalplan für den moralischen und geistlichen Bereich gibt? Und können wir nicht, wenn wir uns diesem Plan im Gehorsam unterwerfen, ähnliche Ergebnisse erwarten? Doch jetzt die entscheidende Frage. Wo finden wir diese absoluten moralischen und geistlichen Gesetze? In der Natur können wir eine Teilantwort finden. Denn geistliche Gesetze haben ihr Gegenstück oder ihre Parallelen in den physikalischen Gesetzen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung herrscht in beiden Bereichen. Auch die Geschichte ist eine Quelle der Information, denn die Geschichte der Menschheit ist nichts anderes als ein Bericht von der unverbrüchlichen Wirkung dieser Gesetze. In der Geschichte der Völker und im Leben der Einzelnen sehen wir das Ergebnis des Gehorsams gegen Gottes Gesetz und auch die tragischen Konsequenzen des Ungehorsams. Und dann haben wir dies Buch, die Bibel, Gottes Wort zum Menschen. Wenn Menschen ihm voller Achtung und Liebe begegneten, wurde ihr Leben neu gemacht und der Lauf der Geschichte geändert. Aber können wir wissen, dass dies Gottes Gesetz ist? Ja, es ist eine wunderbare Gelegenheit, sich einmal der wissenschaftlichen Methode zu bedienen. Unterwerfen Sie diese Gesetze einem bedingungslosen Test in Ihrem persönlichen Leben. Und was können Sie erwarten? Einen unverkennbaren Wandel. Einen so vollständigen Wandel, dass die Worte Rettung, Bekehrung, Wiedergeburt einen wunderbaren persönlichen Sinn erhalten.